Puh, das war ein ziemliches Rumgelaufe für gerade. Ich hole dich später. Geht man 2 Schritte nach links, sieht man braucht Ferion. Mal wieder. Standard, oder? Gut, ich gehe hier langsam durch. Ich will hier nicht zu viele Gegner aufwecken. Wenn man langsam geht, ist es generell immer so, dass man weniger Gegner kriegt. So. Die Gegner müssten auch hier alle eine Feuerschwäche haben. Glaube ich zumindest. Aber die sind nicht so hart, als wie die davor sind, soweit ich mich erinnere. Die waren nur nervig. Naja, das ist viel angenehmer. Also die Gegner, die vor diesem Wald sind, sind viel schlimmer als die Freunde. Die hier sind chillig im Vergleich dazu. Vielleicht kommt der Angriff noch. Ich denke mir, dass er Gegenteil sagt, aber bis jetzt sind die chillig. Oh, schön viel Wind hier machen. Winde, 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 Schwinde, Geschwinde. Schauen wir mal, ob die Feuerschwäche haben. Glaube, check kann man ja mal. Okay, der Pilz immerhin. Ja, Pilz! Pilzvergiftung! Ah, das ist ja wirklich viel angenehmer. Also, wenn ihr leveln wollt und sagt, die Gegner vorne sind euch zu hart, nehmt die Freunde hier. Die sind doch nett. Aber der Schaden, den ich hier noch immer mache, ist noch immer so. Ja, das ist so viel. Ne, und so. Ich mag so wenig Schaden. Wer hat meinen Schaden genommen? Bei meinem physischen. Kann ich euch eigentlich fangen? 40%. Ich kann es mal versuchen. Oh, also funktioniert. Ja, so, manchmal funktionieren sogar die unwahrscheinlichen Fangdinger. Manchmal. Nicht häufig, aber manchmal. Und ich nehme sehr gerne Gegner mit, die mir helfen, dass das Ganze hier ein bisschen einfacher ist. Das sage ich definitiv nicht rein. Und die nehme ich auch mit. Joink! Ja, man kann ein Monster mehr als einmal fangen, dann haben wir es halt doppelt. Wenn ich hier untersuche, sieht man es auch. Hier zweimal das Winterwanderkraut. Interessanterweise ist das erste nur 4-mal aufrufbar, der zweite war 5-mal. Es waren aber dieselben Gegner. Es hat aber jetzt nicht damit zu tun, dass ich den einen mit BB gefangen habe und den anderen nicht. Das ist Zufall. Also sich wundern, hey, wieso hat jetzt mehr Aufrufe als wieder andere? Ich verstehe es nicht. Ja, ich auch nicht, aber so ist es nun mal. So funktioniert das. So ist es mal. Und wir sind hier, um etwas zu holen. Die vorigen Gegner haben mir richtig Angst gemacht. Die hier im Wald, da sage ich wirklich, jo, hier bin ich gerne. Die geben auch sehr viel LP, habe ich gemerkt. Das heißt, Fertigkeit. Ja, noch 300 und dann hat Harnit auch ihre letzte. Und die ist so situationell, habe ich schon mal gesagt. Was bist denn du denn? Ein Hausdrache? Frostflügelserpent. Den Gegner kenne ich nicht. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, aber den Freund kenne ich nicht. Es gibt immer ein paar Gegner, die sind etwas seltener. Die sieht man nicht häufig. Das weiß ich auch. Aber der Freund ist mir komplett neu. Oder ich habe ihn vergessen. Das ist auch möglich. Das ist durchaus möglich. Aber ich würde sagen, wie üblich, alle Gegner wegcranken mit ihren Schwächen. Jetzt, wo Hani ein paar Monsterchen mitgefangen hat, kann ich die auch rufen. Yay! Uwe! Ein Winterwanderkraut! Schuss! Ja, gut, der Schaden ist. Ich glaube, ich sollte bessere holen. Das ist ja hier gar nichts. Nix. Und dann, wenn ihr keinen Heiler hier mit habt, also kein Alfin oder Ophelia, nur auf eigene Gefahr bitte, ja? Ich würde es nicht empfehlen. Man kann es machen. Au. Okay, da kannst du machen. Aber es ist definitiv nicht empfehlenswert. Joinks. Eins kann man sagen, dieser Freund hält schon ein bisschen mehr aus. Aber sein Schaden ist überschaubar. Eisechse. Boing. Ja, ist eine Glaskanone wieder. Nur, dass mehr aufs Glas ist als wie eine Kanone. Ja, lieber Gegner,
Schön, dass ihr da wart. Bitte verzieht euch. Amputation. Da ist jetzt noch. Oh, ne. Tritt mal wieder neben. Ich habe mal gesagt, dass ich das nicht so gut finde, wenn es so daneben geht. Ne? Ich glaube, man kann es langsam verstehen, warum. Ach, nervige Gegner sind nervig. Bring. Schneesprung. Also manche Namen von den Angriffen finde ich sehr interessant. 20%? Her mit dir. Hm. Ist ein Gegner weniger. Bring. Hast du eine Messerschwäche? Nee, hab ich auch gewundert. So, wenn Amputation nicht geht, dann vergiften. Das geht immer. Dann sind die Gegner auch noch ein paar Runden weg. Falls man nicht trifft. Falls man nicht trifft. Alle hopp! Ah, ein Kampf noch. Dann hat's Hanet. Dann hat sie's. Yay! Auflevel. Puh, uiuiuiui. Da muss ich hier was an. Erstmal Kiste haben. Kiste. Sehr gerne. Dann ist hier noch eine. Links habe ich auch eine gesehen. Danke für diesen Kampf. Fertigkeit, Hanet. Drafendis Zorn. Führt einen mächtigen Bogenangriff auf alle Gegner aus. Dieser Angriff ist stärker, je stärker der Bogen von Hanet ist. Und auch ihr Level höher. Und ihre Stärke. Also mehrere Sachen. Ein Beil, ein neues. Naja, ist nicht wirklich besser. Nee. Nicht wirklich. Gut, da oben werde ich zuletzt sehen. Ich will erst diese Kiste hier unten haben. Ach, endlich macht Hanet gut Schaden mit dem Bogen, mit ihrer göttlichen Fertigkeit. Hat auch lang genug gedauert. So, jetzt mal Kiste her. Kiste, ich komme! Da bin ich schon. Und wir zurück. Und langsam gehen. Dann kommen weniger Gegner, wollte ich sagen. Kam ein Gegner. Ja, zu typisch, oder? Okay. Ich könnte eine kleine Heilung gebrauchen. Passt schon. Gut, und dann suchen wir mal dieses Gnadengrau. Nämlich hier ist es. Uiuiui, die Kämpfe können hier ganz schön nervig sein und lange dauern. Gut, einmal Pflaumen verteilen, einmal speichern und dann geht der Party los. Hoffen wir, dass Susanne recht behält, was das Kraut angeht. Sonst sind wir aufgeschmissen. Ach, wer ist denn diesmal hier? Hi! Ein Drache. まさかここはドラゴンの巣なのか。師匠の話や伝承では聞いていたが、凄まじい威圧感だ。まさか私がこんな大物を相手にする日が来るとはな。そういえば話したが、 クリフランド地方のドラゴン狩りの話。4回は聞いた。その度に長くなっていく。そうだったか。話すたびに具体的に思い出すんだな。うん。私以外は多分信じない。師匠の狩りの獲物は大物が多すぎる。 そうは言ってもな。いきなり何？やめ。そんなに嫌か。嫌ではないけど。まさかお前抱えられるのが恥ずかしい。バカ。 彼ってのは
いろいろな獲物と戦う。中には信じられないようなやつもいる。誰にも信じてもらえないような狩りでも自分だけは覚えておけ。ほら話だって腹で笑われたっていい。それにな、はいと。なんだ師匠。いつかお前も俺に聞かせてくれよ。 ほら話みたいな、すごい狩りのこと。他の誰が信じなくたって、俺だけは信じてやるからさ。たっぷりと嫌になるくらい聞かせてやるから。覚悟しろ、師匠。 Ist das eine Rache der Geschichte? Möglicherweise ein Drache. Ein literaler Drache. Sieht man auch nicht häufig. Gut, wie war das nochmal mit dem Freund hier? Ich glaube, er hat eine Axt. Ich glaube, erstmal durchprobieren. Immer schön probieren. Okay, Bogen ist dabei. Axt ist dabei. Gut an. Und ja, dieser Freund an Drache. Der ist nicht lustig. Ich kann mich da an was erinnern. Okay, ich brauche erstmal physische Verteidigung für dich, Primrose. Weil der haut magisch und physisch rein und sehr schnell. Und, wie man sieht, er kann Charaktere aus dem Kampf entfernen. Ja, ich sage, dieser Freund, der ist nicht lustig. Und ja, er kann bis auf einen Charakter entfernen, also... Ja, das ist dann schräg. Wie kriegt man Charakter zurück? Man muss ihn brechen. Dann kommt der Charakter nach ein paar Runden wieder zurück, den man so gesehen verloren hat. Erstmal gib mir Geld hier, mein lieber Drache. Drachi! Leider hat er keinen Namen, was ich eigentlich schade finde, aber man kann nicht alles haben. Gut, ich würde sagen, Primrose, du darfst nächste Runde ein bisschen mehr reinhauen. Und Alfin wird den Guten mal vergiften. Ja, wie man sieht, es dauert extrem lange, bis der Charakter wieder zurückkommt. Auf 4000? Nicht schlecht. Immer schon Zeitschritte bereithalten. Ja, Honey behält ihre BB bei, auch wenn sie für ein paar Runden weg ist. Was ziemlich cool ist. So, vergiften bitte. Und falls ihr fragt, wann werden diese anderen Schwächen frei? Na, seht zu. Hahn ist wieder da, schön, Drachenfeuer. Ja, jedes Mal, wenn man jetzt gebrochen hat, wird ein bisschen stärker und eine der Schwächen wird aufgedeckt. Also, dass man sie jetzt ausnutzen kann. Okay, Bogen ist noch nicht dabei, aber bald. Er hat leider keine Windschwäche, soweit ich weiß. Nee, leider nicht. Mein lieber, gut, wie mache ich das jetzt am besten? Lass mal überlegen. 6, 5, 4, 3. Okay, ich kann ihn brechen nächste Runde. Das heißt, ich misch mir mal was zum Heilen. Bitteschön. So, dann bin ich mit der Axt. Aber, das machen wir nächste Runde. Telleisen! Nach hinten mit dir! Oh, ich darf nochmal. Bitteschön. Bisschen kitzeln. Einen guten Drachi. So, der ist noch immer auf Pause. Gut. Sobald das mit dem Pfeil und Bogen da ist, kann auch Dress ein bisschen mehr Aua machen. So, Löwentanz auf Harnit. Die soll Schaden machen. Alfin. Du machst mal ein bisschen Schildschaden. Bang, bang, bang. Und Harnit, du brichst den bitte. Ui, und Doppelschlag noch dazu. Ja. Gut, jetzt bräuchte ich aber jetzt eine Heilung. Wirklich eine Heilung. Das Folge war per Runde. Hep. Die von den Items tut es auch fürs Erste. Gut, gib mir mehr Geld, mein Drachi. Money. Obwohl, kann man auch so Geld geben. So, und wir sehen jetzt das erste Mal. Drafendis Zorn geht auf alle Gegner. Ui. 4000.
Das Problem ist, dass ein Angriff ist, er kostet sehr viel FP für das, was er tut, finde ich. Es könnte besser sein, es könnte schlimmer sein. Schwer zu sagen. Oh, schön vergiftet, 600 Schaden zusätzlich und jetzt geht's weiter. Alle Schwächen sind weg, sie sind verfügbar. Und ja, ich sag ja, der Freund macht Schaden. Nach hinten! Immer schön nach hinten setzen. Oh, Frame Ross, wach auf, ich brauch dich. Ob du es glaubst oder nicht. Dann mische ich mir was Schönes. Ich muss mir mal Tröster Staus kaufen. Verwirrung, BB, Olivenblüte, bringt nix. Ja. Nimm mal die Giftwurzel. Ist besser als nix. Aber jetzt mal wieder was ordentliches. Große Menge starker Wirkung. Das ist eine Heilung. Das Problem ist, ich kann nicht seine Magie verringern. Es gibt keine Fähigkeit, die das macht. Man kann zwar die magische Verteidigung erhöhen mit Ophelia. Und ja, ich verwechsel gerade Primrose mit Ophelia. Tut mir leid dafür. Ah, da muss ich jetzt durch. Boing! Boing! So, egal was du machst, Fresse sollte das überleben. Blaue. Mhm. Angriff. Fein. Dann Primrose. Du brauchst wieder eine Olive. Ja, die verbraucht die gerade sehr häufig. Dann. Warte, das sind 6 von 4. Das könnte sich ausgehen. Danke. Ich habe gerade auf den Doppelschlag gehofft. Boing, dang, dang, putz! Das mache ich zwar ungern, aber in dem Fall sage ich, you Hermit. Oh, Zielen bringt nicht viel. Besten Wissen kann ich auch vergessen. Nur einfach reinhauen. Einfach reinhauen. So, erste Hilfe für Primrose. Und damit Primrose das ganze Mal überlebt, gibt er Maulufthans rein. Obwohl er greift eh nächste Runde jetzt magisch an. Ja. Da kommt gleich wieder dieses Drachenfeuer, das übelst Aua macht. Boom! Ja. Klaue auf Ceresa, das ist gut, das ist sehr gut. Weil das trifft mich gar nicht. Das kann er so oft machen, wie er will. Okay, nicht so oft, aber ein paar Mal. Ah, machen wir mal. Ja, Giftwurst liegt mir besser. Schön mischen hier. So, dann bräuchte ich Fischverteidigung auf für Hani. Die hält auch nicht so viel aus. Bei Dress ist es nicht so wichtig. Dann würde ich sagen, Pfeilregen. Dann 1, 2, 3. Ah, ist okay. Könnte besser sein, ist okay. Ah, bing, 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 bing. Da drei ist dran. Weg, weg, die gute Dresser. Tschüss, Dresser, komm bald wieder. So, du hast keine Messingenschwäche, keine Dunkelheitsschwäche. Ich würde sagen, ich mache Löwentanz auf Harnet. Und Harnet wird den guten Damm brechen. Boing, boing. Dang, ding, putz! Und du machst Vergiftung. Ups. Ah, der Drache hat noch nicht alles gezeigt, aber merkt schon, der kann größer werden. Yep. Oh, darf ich mal amputieren, bitte? Ein Bänchen weg, oder so ähnlich. Weggepickt? Ah ja, jetzt ist Harnet weg. Das Problem ist, wenn jetzt Alvin oder Primrose K.O. sind, oder beide K.O. sind, gilt das als Game Over. Ja, das ist böse. Ich würde sagen, soll ich so verrückt sein? Nee, nee, nee. Das ist mir zu wahnsinnig. Das mache ich nicht. Die verwirrende Armut auf Maximum. Nee, danke. Okay. Oh, Dresser, schön, dass du da bist. Au. Ich wundere mich sowieso, dass Alvin das überlebt.
Wenn auch mit ein paar Kratzern. Mit einem großen Kratzer. Oh, heil ich mal. Und solange Hanit jetzt in Pause ist, haben wir einfach mal rein. Drachenfeuer. Juhu. Gesundheit beim Drachi. Falls das nie so war. Lass mich überlegen. Der will es sicher nicht normal machen. Und falls doch, dann wird's böse. Mir gehen langsam die Alter zum Heilen aus. Klaue. Mhm. Das ist fein. Weggefickt. Tschüss, Hanit. Schon wieder. Also irgendwas sagt mir, der Freund mag Hanit nicht. Hier ist nur eine Vermutung. Weißt du was? Ich brech dich. Ja. Ist besser. Dann bring groß. Wie viele Liebesleben wirst du noch brauchen? Keine Ahnung, aber gönn dir. Gönn dir immer eine. Dam, 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 dam. Lass mich mal kurz überlegen, dass ist ein bisschen. Also, also 50% erst. Also dieser Drache hält eine Menge aus. Wirklich eine Menge. Ihr könnt ruhig mitzählen, wenn ihr wollt, aber viel Spaß. Dabei wünsche ich euch. Wenn das Wichtigste ist, immer die HP oben halten, soweit es geht. Und wenn weggefickt wird, einfach nicht zu defensiv bleiben, weil das kann nämlich sehr böse enden. Hanit kommt nächste Runde wieder zurück, das ist gut. Das sieht man da oben in der Leiste, wann die Charaktere wieder zurückkehren, was ziemlich cool ist. So, Maulwurf-Tanz für den guten Alfin. Der soll hier tanken, wenn es möglich ist. Schön, dass du da bist, Hanit. Ja, glaube. Ja, ohne Verteidigungsplus wäre das jetzt sehr böse ausgegangen. Dann Verteidigungsplus auch für dich, lieber Hanit. Okay. Dann mal ein bisschen. Warte. Warte. Telleisen. Dann ist nämlich Alfin vor dem Drachen dran. So kann ich ihn eventuell brechen, wenn ich jetzt Glück habe. Warte, das sind 4. Das sind dann nochmal 4. Dann bin ich bei 8. Ich muss auf den Doppelschlag wieder von Hanit hoffen. Danke. Danke. Dum, bum, bum. Oh, Dio Drachi, mach mal Pause. Puh. Also wer hat so einen Kampf erwartet? Ich nicht. Sagen wir so, den Kampf habe ich noch so im Kopf, aber ein bisschen einfacher als das, was ich hier drauf gerade mache. So, Löwentanz für die gute Hani, die soll reinhauen, genau wie Alfin. Dann würde ich sagen, warte, nicht machen. Einfach reinhauen. Und Money! Geld her! So, was machst du jetzt? Drachenfeuer? Mhm. Das macht er immer, nachdem er geworfen wurde, also das kann man leicht vorhersagen, was das ist. Sein erster Angriff. Aber ich brauch mal. Wo ist das? Beleben? Hi, wann bist du dran? Als erster, das ist gut. Das ist sehr gut, aber ich brauch trotzdem ein paar Trauben, nicht Pflaumen. Die Pflaumen sind FP. Und deshalb, falls er dich angreift, mach einen Seitschritt. Dann kann Hani, nämlich die nächste Runde, direkt als erster mit dem Pfeilring kommen. 1, 2, 3, 4. Na, 4 Mal, das ist okay. Aber ja. Autsch! Au. Und weggefickt. Lass mal sehen. 5, 4, 3, 2, 1. Also ein Schildpunkt. Ich muss hier ein bisschen vorausplanen. Wer hier nicht brechen kann, heißt es heilen.
Obwohl, ich muss wieder nachkaufen. Angriff. Okay. Zweimal Fresser, das ist fein. Die tankt das weg wie nix. Okay, wie nix nicht, aber sie hält's aus. Sagen wir so. Oh, den Ross, du machst ein Ding. Ach, mal kurz hier anders hersetzen. Gut. Die gute Dresse darf gleich Schaden machen. Und zwar magisch. Sehr magisch. Und so gut wie sie kann. Und nein, Bifelgons Beute wirkt nicht. Das haben wir schon gemerkt. Aber der Passat geht. Der wird verstärkt. 4000. Alfin. Ich komme zurück, Hanit. Du musst mal Dresse heilen. Dann wieder. Ah, warte, jetzt kommt gleich wieder der magische Angriff, ne? Je nachdem, was danach kommt, ist jetzt ein bisschen schwierig, also Zeitschritt. Hatte ich Büste das mal. Alfin! Uber ist jetzt der neue Tank hier. Und Hanit, schau, dass du überlebst. Aber was machst du? Ich glaube. Oh, mal nicht den Flammenwurf als erster. Das ist selten. Jetzt heißt es ihn schnell brechen. Weil sein ultimativer Angriff, der war. Aua. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber es war böse. Also, schnell es geht. Brechen, 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 brechen. Du machst deinen Angriff nicht. Das kannst du knicken. Lass mal legen. 3, 2, 1. Das heißt, einer muss zweimal angreifen. Na, mach. Ich lasse es mit dir machen. 1, 2. Dann oh, machen wir Mondlichtwalzer. Einmal ein bisschen Schaden machen. Ein bisschen. Ist immer ein bisschen was. Das war schön. Das heißt, ich kann vergiften. Und nächste Runde boosten mit Primrose und dann hoffentlich treffen. Löwentanz, Alfin. Mach ihn nieder. Putz. Auch nur 4000. Ich habe jetzt mehr erhofft, ehrlich gesagt. Oh, Rast. Ja, sicherheitshalber. So, jetzt ist die Frage, was macht das nächstes? Also fangen kann ich ihn nicht, ne? Falls jemand fragt. Ich hätte ein paar Winterwanderkräuter, aber die würden auch nicht viel machen. Einfach reinhauen. Und ja, ist noch immer im gelben Bereich. Also ich sage, dieser Drache hält eine Menge aus. Und falls ich K.O. gehe, ich glaube beim zweiten Versuch werde ich das vorspulen. Und ihr seht, wie lange dieser Kampf dauern kann. Autsch, nebenbei. Zack. Sag mir bitte, Hanit, dass du mehr als dreimal schlägst. 1, 2, 3, 4. Okay. Genau perfekt, wie ich es brauche. Also, der Doppelschlag ist nice. Auch wenn er ein bisschen mehr Schaden machen könnte, vielleicht. Hui, wo wir schon bei Schaden sind. Adressa, kannst du sammeln? 87%, ich versuch's mal. Na gut, dann halt nicht, aber ich muss auf jeden. Das ist mein letzter reingelegter Staub. Und ja, die kann man nachkaufen, aber ich habe vergessen, wo. Muss ich dann schauen. Geduld. Ich brauche ein bisschen FP, bitte. Oh, dann würde ich sagen, lieber Drachi, haben wir einfach Schaden. Einfach Schaden. Ich scheiße, schnuppert dir das Geld. Ja, ich hätte fast gespielt, wie kann ich nur. Gib mir einfach Schaden. Damage. Oh, fangen, wie gesagt, geht nicht. Ja, ups.
dann vielleicht Gift, vielleicht reicht das, möglicherweise. Männer sind 600 Schaden. Nee, reicht nicht. Rahmenfeuer wieder. Boom! Tschüss, Arnett. So, wieder 600. So, wie mache ich das jetzt am besten? Das Problem ist immer, dass er zweimal auf einem, zweimal hintereinander drin ist. Das macht das Ganze nicht einfacher. Angriffsverhängung. Nice. Das ist schön, wirklich nice. So, letzter Punkt Heiltrauben. Jetzt gehen wir wirklich die Items aus langsam. Angriff. Okay. Klaue. Auch fein. Also wenn er jetzt magisch angegriffen hätte, wäre es viel schlimmer gewesen. Warte, es sind drei. Ich habe eine Idee, Dresser nach vorne. Alfin nach vorne. Bap, bap. Und zacki, zacki, zack. Juhu. Das war jetzt ein bisschen unkonventionell, aber es funktioniert. Sag ich nicht nein. Oh, Hanit, schön, dass du da bist. Wir haben ja einen kleinen Drachen noch vor uns. So klein ist er gar nicht. Obwohl von allen Gegnern, die wir jetzt gesehen haben, nur einer der größeren. Wieder vergiften. Macht mehr Schaden als die Amputation ohne Aufladung. Auf langer Sicht. Ja, ich muss dich heilen, Hanit. Ich will, dass du es überlebst, dass das nächstes kommt. Oh. Ciao! Ich will nicht wissen, was er als nächstes gemacht hätte. Wahrscheinlich wieder Flammenwurf und Schaden, möglicherweise. Also wenn ihr Probleme habt, nehmt hier Primrose, ja die auch, aber Ophelia mit und gebt euren Mitgliedern die magische Verteidigungsplus. Dann macht dieser Flammenwurf, dieser dunkle, nicht so viel Schaden. Es ist vollbracht. Habe ich einen Drachen getötet? Ja, hast du. Das muss das Gnadenkraut sein. Interessante Farbe. Zeit, den Wald zu verlassen. Und... Was ist da? Oh, ein paar Wölfe. Alles ist gut, Linda. Die Monster treffen sich hier. Der Drache, der über diesen Wald geherrscht hat, ist tot. Sie werden uns nicht angreifen, zumindest eine Weile nicht. Komm, Linda. Susanna wartet schon darauf, alles zu erfahren. Jetzt, da ich das Kraut habe, kann ich mich endlich Rotauge stellen, um den Meister von diesem schrecklichen Fluch zu befreien. Können wir nicht einfach das Kraut nehmen, um den Meister zu befreien? Nee. Warte, ich habe Susanna. <笑>待っていたのは俺の判断だ。悪いか。悪くはない。お前の勝手だ。先に戻る。帰りは問題ないだろう。心配してくれてありがとう。 Ja. Was wolltest du? Ja, nicht hinterfragen. Ah, da wären wir wieder. Und? Nicht gewesen. Geblänkel. Wie bezaubernd. Worüber kichert ihr so, Primrose? Ihr bist ein Elek. Ihr gefällt ihm ganz sicher. Was? Unsinn.
Er behandelt mich so, wie Susanne es ihm aufgetragen hat, als Gast in ihrem Hause. Bist du da sicher? Ach, glaub mir, ich kenne die Männer. Die Art und Weise, wie er sich euch gegenüber verhält. Ganz anders, als er mit uns Übrigen umgeht. Aber... Gute Güte, seht nur, wie rot ihr werdet. Sag mal, Hanit, was gefällt euch einem Mann? Ich, weiß nicht, Stark müsst ihr sein, stärker als ich. Okay, das ist fast unmöglich. Nun, dann wünsche ich euch dabei viel Glück. Ihr müsst vielleicht noch lange suchen. Love isn't there und so, ne? Also, ein Drache. Als Junge habe ich viele Märchen gehört von Drachen und tapferen Rittern, die sie besiegten. Trotzdem dachte ich, das Zeitalter der Drachen sei lange vorbei. Ich hätte mir nie vorstellen können, jemals ein solches Tier zu Gesicht zu bekommen. Der Meister sagt, dass er einst einen Drachen gejagt hat, wenn auch nur das eine Mal. Also diese Geschichte würde ich sehr gerne hören. Wenn ihr das wünscht, solltet ihr aber wissen, dass die Geschichten meines Meisters bei jeder Erzählung blumiger werden. Ganz plötzlich erinnert er sich, dass er Drache sprechen kann oder schreckliche Magie nutzte. Oder wenn ein Feuerstrahl eine ganze Kompanie Ritter verbrennt oder mit einem einzigen Hieb Burgmauern einreißt. Und dennoch sind die Narben der Drachenklauen auf seinem Rücken unübersehbar. Zumindest sind sie echt, im Gegensatz zu vielen Einzelheiten der Geschichte. Ich verstehe. Dann habt ihr und er dieselbe große Tat vollbracht. Ja, auch wenn er viele Fehler hat, kann ich nicht leugnen, dass er ein großer Jäger ist. Aber jetzt ist es, als ob ich aus seinen großen Schatten getreten bin und alleine in der Sonne stehe. Ihr habt hohe Ziele, wie ich sehe, aber seid ihnen jetzt einen Schritt näher gekommen. Mit einem Sieg über eines Drachen. Bei dieser eine kleine Ausflug hier in den Wald hat mein Level hier komplett durcheinander gewurzelt. Und ja, ich werde am Ende alle Charaktere auf demselben Level bringen, aber das wird ein Kudelmudel werden. Da sind wir wieder, Susanna. Da bist du ja. Und hast du Gnadengrau gefunden? Gib es mir, ich muss es brauen, damit der Trank richtig wirken kann. Wie sich angefühlt, den ersten Drachen zu erschlagen. Ihr gewusst, dass er dort war? Ich glaube, das heißt ja. Hör zu, Liebes. Wäre es dir nicht gelungen, den Drachen zu erlegen, hättest du bei der Begegnung mit dem Rotauge nicht den Hauch einer Überlebenschance. Ihr seid keine Frau, die durch die Blumen spricht, nicht wahr? Nein, habe ich nie viel singen gesehen, mein Liebes. Warum erzählst du mir nicht von dem Drachen, während wir darauf warten, dass das Gebräu fertig wird? Oh. Wie erwünscht. Ob die Geschichte von Hanit auch so blumig ist? Also, ich habe nie... Sag mir, mein Liebes, wie fühlt es sich an, die Geschichte zu erzählen? Vor 10 habe ich nie viel gehalten. Erst der Meister hat mich gelehrt, Geschichten auszumalen. Ach, in seiner Jugend hat er seine Zunge auch verschluckt, hier und dort. Er konnte kaum 2 Worte zusammenbringen. So schlimm war es doch bestimmt nicht. Also ich hätte die Geschichte gern gehört. Glaub mir, Liebes, das bisschen Beredsamkeit, das er jetzt besitzt, hat er nur dir zu verdanken. Ich würde es mir zweimal überlegen, ihm die Geschichte erzählen. Er könnte neidisch auf deine Redekunst werden. So schlimm. Es stimmt, er wird nicht gerne vorgeführt. In keiner Weise. Ja, bitte, das sollte helfen. Achte darauf, den Trank in einem Zug hinunterzustürzen, sobald du das Rotauge siehst. Arigato. Es ist noch zu früh, um Danke zu sagen. Du kannst mir danken, wenn Santa wieder der Alte ist. Das ist eine Ansage. 10 Gnadengrau erhalten.
Und ja, ihr sollt dieses Gnadenkraut bitte niemals verkaufen. Auch wenn ihr denkt, hier ist es, ihr braucht es nicht mehr. Glaubt mir, wenn ihr das Spiel auf 100% spielen wollt, behaltet es definitiv im Inventar. Ihr könntet es eventuell nochmal gebrauchen. Eventuell aber nur. Oha, toll. Was ist denn, Alfin? Auch nichts. Ich bewundere nur die Zusammensetzung dieses Tranks. Die alte Dame versteht etwas vom Brauen. So viel steht fest. Wie könnt ihr wissen, ob eine Medizin gut oder schlecht ist? Er ist Apotheker, hallo? Ach, das ist leicht. Der Grund liegt hier. Hm? Warum stupst ihr mich? Weil ich klar machen möchte, dass die Antwort da drin liegt. Versteht ihr? Eine gute Medizin besitzt Herz und Seele. Das Herz und die Seele jeder Person, die sie hergestellt hat. Und diese alte Dame besitzt von beidem eine Menge. Ich verstehe. Das hätte ich auch sagen können, ohne mich zu stupsen. Stups! Aber bitte nicht zu hart stupsen. Das könnte komisch werden. So, dann. エリザ様から言付けを託されました。赤目の居場所を伝えよう。そうか。エリザが見つけ出してくれたか。はい。砂漠の町マルサリン。そこに赤目がいる。とのことです。確かに受けたまわった。 Danke für die Information. もう行くのかい？あ、とても世話になった。いいんだよ。あんたと私の仲さ、孫みたいなもんだって言ったろ。 孫のための苦労なんざ苦労じゃないよ。ありがとう。スサンナさんのことよろしく頼む。頼まれるまでもない。それが俺の役目だ。そう。 あれだね。もうちょっと自分を自覚しないと。若い頃の私ほどじゃないにしても、あんたは別品なんだから。お？ああ、わかったわかった。気をつけて行っておいで。お。ああ、すべてが終わったらまた来る。 師匠も連れてな。 Und so verließ Hanit Stillschnee wieder. Ihre Suche war nun zu einer Jagd geworden. Um ihren Meister zu retten, musste sie die Beste namens Rotauge töten. In diesem Wissen eilt sie in Richtung ihres nächsten Ziels. Die Stadt Masalim, umgeben von der Sandwüste des Sonnenlandes. Das ist sehr weit im Süden. Und ja, das ist mit Alec und Hanit. Denkt euch da aus. Denkt euch da ruhig aus. Gut, ich würde sagen, ich versuche irgendwie alles wieder gleich zu kriegen mit dem Level, weil, wie gesagt, das ist in dem Wald da drin. Ja, das war nicht gerade so schön. Aber nächstes Kapitel in Edelhof mit Brümrose. Schon Stufe 40er. Aber das glaube ich noch nicht. Das Spiel skaliert noch immer mit euch nach, je nachdem welches Level ihr seid. Bis zu einem bestimmten Punkt tut das Spiel das. Ist ein bisschen crazy, wenn man darüber nachdenkt. Außer hier im Süden. Da ist es irgendwie nicht so, merkwürdigerweise. Gut, wir sehen uns nächstes Mal in Edelhof. Und die Masalim, wie gesagt, hier ganz unten im Süden.